Kiste jetzt schon aufgemacht. Ach so, ja, stimmt. Ja gut, ich meine, ich habe die Kiste ja im letzten Part ja auch schon aufgemacht. Ja, ja, genau, ja. Nur, also, ne? Ja, ja, der PC genau, ist ja abgeschissen und jetzt müssen wir dann nochmal machen und so. Und, ja, ja, dann mach doch die Ansage jetzt hier. Ich rutsche jetzt hier runter. Ach so. Ja, Aufnahme läuft übrigens. Ja, von mir auch. Ach du Scheiße. So. Oh, okay. Mein Gott. Zur Belohnung gibt's oben Kisten, sehe ich gerade. Ja, bitte. Wo wir nicht hoch können. Nicht? Da müssen wir einmal außen rum, glaube ich. Jetzt geht's auf einmal geht's hier auch lang, oder was? Ja, es geht überall lang, also verwirrt mich gerade alles so ein bisschen hier. Okay, solange alle Wege irgendwie zum Ziel führen, ist alles gut. Ja, aber das ganze Geld da irgendwo. Was ist denn hier los? Tschüss. Schöne Explosion. Ja, das war sehr gut. Also, das ist echt das geilste Upgrade. Das musst du dir holen. Holy crap. So, wo ist die? Wo ist die Kiste? Der weiß ja auch nicht, wo die war. Hier oben war noch eine oder nicht? Haben die schon ja, aufgemacht? Ich habe noch gar nichts da aufgemacht. Ach, die ist hier. Ach so. Oh. Ja, dann erstmal hier lang? Nee, von hier kamen wir ja. Hier ist so die Seilrutsche gewesen. Ja, aber hier. Ja, aber wo? Ja, da. Und dann hier. Hier siehst du. Ja? Weiß ich nicht. Beloved Heather, we've been saved. The Lord in heaven sent his angels to defend us. Gauntlet wielding soldiers of God came to our aid and decimated the devil's army. We owe them our lives.
Ja, gerne, bitte. Okay, let's dance. Ja, bitte. Ja, okay, vergiss die Idee, was ich ja gerade hatte. Du hast eine super Idee. Scheiße! Oh Gott! Fliegeviecher! Mhm. Hol ich gleich mal vom Himmel. Ja, aber auch schon zwei runter geholt hier. Na bitte. Das ist schon fast eine Leichtigkeit. Ja, ist mal ein Magenknoten. Ja, dann lass uns einfach da runter jetzt. Ja, dann ist es wieder jetzt so. Das Ganze hilft. Ja, wir können nochmal hier hoch natürlich. Klar. Wir können auch andere Wege nehmen hier. Hier, oh, ah, guck mal, siehst du, jawoll. Ja, siehst du. Genau, Heather heißt sie. Stay where you are. Beasts have been appearing out of nowhere, killing and tearing our family apart. Let the good Lord protect you. Don't you ever come here. Martha. Okay. Okay. Das siehst du, weil hier sind solche Drohnen. Ja. Wollen wir was gehen, siehste. Hm, so nämlich. Also wir können da unten runter, wir können aber auch da runter. Ist mir egal eigentlich. Nein. Ich glaube, mehrere Wege haben wir aber nicht, ne, oder? Das eine war so ein bisschen weltlich, oder? Ja. Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, wo lang. Ich gehe jetzt hier lang, fertig. Ach, wir müssen die alle zerstören, wo die Dinger sind. Ach so. Ah, lol, das sind gar keine Wege. Lol. Okay. Denk, hä? Wieso gibt es so viele Wege? Wie behindert sind wir denn überhaupt? Ach du Scheiße. Aufnahme löschen. Echt? Meine Fresse, Alter. Ich dachte jetzt aber auch, das sind Wege. Ja. Ich habe da echt nicht aufgepasst, dass es Nester sein sollen. Ja, dann schmeiß mal rein da. Neue große Runden. Da. Ja, okay, jetzt ergibt es auch Sinn. Ja, 2 von 5. Schön. Was? Es gab 5 Wege? Wie kommen wir denn wieder mit der Saurutsch zurück da hinten hin jetzt? Ja, nun. Erstmal durch den Wurm hier durch. Achso, wir können wahrscheinlich ganz normal hier zurück laufen. Wow. Ja, siehst du. Das Geld. Ja, ja, gut. Das ist okay. Noch mehr Geld. Ja, Wollo. Mann, ey. Wir fucken uns hier echt ab. Ja, aber wirklich.
Es ist mir gerade ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Also, ja, bisschen vielleicht. Da, da machst du nix. Ah, also genau hier oben ist noch was. There we go. Kack. Wieso geht das da nicht weiter, hä? Oder wo lang geht das denn der überhaupt? Ach so. Ja. Was, wo? Ach da. Wieder hoch, klar. Na bitte. Was gibt's denn da so Feins? Shit, gotta move faster. Shit, gotta move faster? Die Glocken leuchten. Nicht in die leuchten, nicht die läuten. Guck mal, jetzt müssen wir hier lang, alles klar. Aber wir haben doch jetzt irgendwie schon wieder was freigedingst hier. Ja, ja, ein Vorteilspunkt, ja. Und ich will auch noch nicht so wirklich entscheiden, was ich nehme. Der ist gut. Größeres Publikum. Alright. Okay. Dann mal hoppla hopp. Biene! Ach nö! Oh ja, das ist natürlich geil. Damit ziehe ich natürlich drei auf einmal ran. Auch wenn ich nur einen schlagen kann.
Die Bienenkönigin hat keine Eier mehr. Ganz trocken. Oh, weg in den Pumps. Hope they're still holding up. Oh. Jo. Das war hervorragend. Okay. Können wir hier irgendwie hoch? Ne, wir müssen wieder ganz mal. Was hast du denn da? Was ist das? Achso. Keine Ahnung. Pyramid, ne? Ja. Natürlich. Ja. Ja, das ist klar. Aua. Shit. Ich bin down. Fuck. Alles unblutsinnig. Danke. Ach, jetzt bin ich aber gleich down, ey. Nicht down sein. Ja doch, ich hab nur noch Haaresbreite. Gut. Okay. Kommen Sie hier. Wieder tot. I don't know. Ich habe auch noch extra auf Energie geskillt. Ich dürfte eigentlich so schnell nicht down gehen. Erstmal weit wegrollen. Wirklich. Crap, Alter. Guck mal, dass wir die Würmer erstmal wegkriegen hier. Naja. Ich bin down. Das ist nicht gut, weil ich bin auch gleich down. Ja. Fuck. Boah. Knackig. Ja, oha. Oh, lol. Okay. What? Was ist das für ein Checkpoint? Dein scheiß Ernst. Jawollo. Das war gut.
Hast du auch dieses mit den doppelten Dinger reindrücken? Diese Attacke? Mach das, die fressen ordentlich dadurch. Was meinst du jetzt genau? Na diese Attacke, wenn du mit beiden Sticks reindrückst. Achso, diese. Ja, klar. Aber ich habe halt nicht so viel Energie gerade. Jawollo. Okay, jetzt einer ist weg. Gut. Wow. Ist der Dano-Dick jetzt auch weg, ja? Ja. Den habe ich mit meiner Ulti halt. Alter Finne, die sind sehr intens, die Kämpfe, muss ich sagen. Ja. Auch wenn die sich so wiederholen, ne? Aber holy fuck, Alter. Ich habe auch das Gefühl, dass wir irgendwie stärker werden. Ja. Am Anfang, kannst du dich noch an den ersten Flügel-Heini da erinnern? Das war relativ einfach. Ja. Ja, hier, das ist echt... Haben wir gleich. Hab ich. Also Respekt. Ja. Son, would appear that you're their hero. Your runner got an answer to my telegram? Looks like I was right. That mysterious cell in the mountains might have just what I need to upgrade my gauntlet. The Lord works in mysterious ways. Yeah, I was afraid you were gonna say something like that. An occupational hazard, I'm afraid. I'll have Martha set you up with a fresh kit bag before you go. That won't be necessary. Son, part of being a hero is knowing when to let people help you. Even Jesus had his disciples. Yeah, but one of them turned out to be kind of an asshole. Speaking of which, when those monsters started showing up, we telegraphed the authorities, and they told us not to worry, because Secretary Harrow was on the case personally. You did us a real kindness last night. I hope you know we won't forget it. Listen, next time, cut out the middleman and contact us directly. We're in Calico. I hope you find what you're looking for, son. And let's pray that there'll still be people like us alive once you find it. Because these days,
We really need some heroes. Godspeed, Mr. Rentier. Kapitel 12 ist das jetzt. Sehr gut. Try following the map, kid. Mr. Jesse! Okay, all right. Until that telegram came in, we all thought you were dead. Holy moly. This is where your father designed the first gauntlet. I've heard the stories about this place, but I never dreamed I'd visit it myself. Oh boy, we're about to re-explore history. The gauntlet? Don't forget what we're here for. I need to upgrade it. This old lab should have what we need. What are we looking for? Okay, I understand. What are we looking for? According to your father, the key to upping the voltage of your gauntlet is reconnecting those transmitters to the central current reservoir. Oh, English, Verge. Okay. I do a science-y thingy with your gauntlet, and you'll be running more charge than Edison himself could shake a circuit breaker at. Got it. I'll clear the way. You take care of finding the central reservoir-y thingy.